Zurück zu weiteren News von Disneys Dreamlight Valley. Und zwar vor einigen Tagen haben die Entwickler wieder was gepostet auf X, ehemals Twitter. Und die erste gute Neuigkeit. Es wird mit dem nächsten Update wieder ein Sternfahrt geben. Das steht schon mal fest. Weil es gibt wieder so Bildchen, die ihr ja schon kennt aus vorherigen Sternfahrten, die immer wieder kommen, wenn ein Sternfahrt endet. Dann gibt es wieder so ein kleines Rätsel von den Entwicklern, was damit gemeint ist. Also, es ist wieder soweit. Wenn ein Sternfahrt zu Ende geht, erhält ein anderer den Horizont. Hast du schon eine Vermutung, was wir auf Lager haben? Genau. Und das möchte ich kurz mit euch besprechen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr vermutet, was das Thema des nächsten Sternfahrtes sein wird. Ich glaube stark, dass es kein Halloween-Sternfahrt werden wird dieses Mal. Weil sonst hatten wir immer im Herbst rum so Halloween-Sternfahrt und sowas. Ich glaube eher, dass es kein Halloween-Sternfahrt wird. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal Lautsprecher und ja, so eine Art Feuerwerk. Das könnte damit gemeint sein. Hier eine Faust und Mikrofon. Sängermäßig. Wen hätten wir denn da? Wer kennt sich denn gut in der Disney-Welt aus? Ich kenne zwar fast jeden Disney-Film, aber fällt ihm auf Anhieb nicht so wirklich was ein. Dann haben wir da so einen Drache und einen Rucksack. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was es werden wird. Also Feuerwerk und Lautsprecher. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Drache, wo haben wir denn einen Drachen? Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also ich bin immer ein bisschen bei den Rätseln. So ein bisschen. Ich bin gespannt. Ich werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, werden die Entwickler mehr posten, weil der Sternfahrt ist jetzt zu Ende. Weil aber noch ein oder zwei Tage geht, wo ich das hier aufnehme. Ich glaube, einen Tag nur ungefähr. Dann ist der Sternfahrt zu Ende. Das heißt, wir können denn in ein bis zwei Wochen mit dem nächsten Update rechnen. Mit Timon und Pumba. So, ich nehme mal stark an, dass diese Woche. Ich nehme jetzt gerade am 30.09. auf, am Montag, dass diese Woche noch was kommt. Das hier wurde von den Entwicklern am 27. September gepostet. Deswegen, ich nehme mal an, dass sie diese Woche mehr preisgeben werden und dass wir nächste Woche schon mit einem neuen Update rechnen können. Gehe ich mal stark von aus. Weil die letzte Zeit lassen die Entwickler sich nach dem einen Sternfahrt nicht mehr so lange Zeit, bis das nächste Update kommt. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es nächste Woche soweit sein wird. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vermutet. Ich freue mich. Und es war jetzt nur so ein kurzes Infovideo. Wir sehen uns dann im nächsten Video von Disney's Dreamlight Valley oder zum nächsten Infovideo. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss!